So, unser Gartenhäuschen wird jetzt. Eigentlich soll das nach da hinten gefahren werden, aber ich glaube, es passt nicht. Es ist zu eng. Das haben die Männer hier weggerissen bei uns. Und sollte jetzt nach hinten, aber ich bin mal gespannt. Passt nicht, Niemann, oder? Passt nicht, ne? Was ist das? Bleib mal hier, Schatzi. Vor allem das Ü-Ei. Nee. Das ist vom Ü-Ei, das kann man hier dran. Attraktion von heute. Ich sag's euch. Ganz spontan nehme ich das jetzt hier auf. Aber das musste einfach aufgenommen werden hier. So eine knappe Geschichte. Platz ist da. Carport. Oh je, je, es passt alles. Jetzt haben wir hinten ein Loch, aber das ist schön, das soll nämlich hier alles noch weg, damit wir hier ein bisschen frei haben und Parkmöglichkeit und so. Genau. Hier, bester Fisch überhaupt. So, jetzt geht es nicht mehr weiter mit dem LKW, jetzt wird es auf Rollen gelegt und das Häuschen soll dahinter. Genau. Mal gucken, ob sie das noch hinkriegen. Warte, oh, Melli, guck, guck, guck. Und den Rest will Nimon dann mit seinem Bruder auf diesen Rollen einmal hinters Haus bringen. Das schaffen wir dann jetzt Step by Step. Das muss nicht alles heute. Das hat Zeit. Jetzt ist erstmal hier wieder Platz. Darf ich Werbung machen für deinen Laden? Ja? Gut. Ich danke dir. Jo. Das war jetzt eine Aktion, wa? Die haben mich total überrascht. Papa? Ich hab's noch nicht mal richtig geplant. Ich so, kannst du oder kannst du nicht? Und so. Er sagt nur, was wiegt das? Ich so, 150, 200 Kilo? Ja, wie groß? Jetzt haben wir 2 Meter? Hat er sich nicht mehr geantwortet. Auf einmal höre ich was. Dann kamen die schon um die Ecke. Dann nimmst du auf? Ja. Ey, das ist Freunde. Einer für einander da sein. Ohne. Papa, guck mal. Echt geile Sache. Guck mal, Papa, wie ich springen kann. Ja, jetzt ist hier Platz. Ja, und jetzt hast du das nur aufräumen, damit hier alles ein bisschen sauberer aussieht. So, die Männer erstmal aufräumen und dann ja, Step by Step, das nach hinten bringen.
Ihr könnt ja mal ein bisschen zugucken, was die hier machen. Derzeit mache ich Essen. Liebe Kiddies. Kuckuck. Der Opa ist da noch am Sensen. Maddie am Rasenmähen. Da ist Oma. Hallo Oma. Oma sitzt mit Sonnenbrille bei dem Wetter. Aber sie war beim Augenarzt. Hallo, Lennox. Komm mal. Maddie will auch mitmachen. Warte, Maddox, warte, ich mach doch gleich. Noch nicht. Aber wir machen heute nicht komplett. Nur, dass er aus dem Weg ist. So, komm, komm zusammen, komm lang. Komm. So. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Hui! Stopp, stopp, stopp. Warte, Maddie. Nee, das nicht, das geht nicht. Schau mir bitte gleich, wenn der ungefähr hier ist, weil wir müssen das bisschen gleich irgendwie drehen. Oder lassen wir es heute noch? Eins, zwei, drei. Ja, ihr Lieben, ich sag's euch, das war jetzt ganz spontan. Ihr hängt sogar an der Powerbank, weil die Kamera nicht geladen war. Also wirklich ganz, ganz spontan. Das nächste Mal, wenn es weitergeht, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Und genau, dann seht ihr den nächsten Tag einfach gleich im Anhang. Ja, das Ganze müssen wir versuchen mal eben zu bekommen, waagegerecht.
Was kann sonst passieren? Ah, hier brauche ich Material und dann Beton. Seitlich alles befestigen mit den Steinen. Aber ich werde mit allen Materialien das, was ich zur Verfügung habe, arbeiten. Das heißt auch Reste verarbeiten. Ich werde nicht im Turmbaumarkt gehen oder Hagebau oder welche diverse Obi oder sonst was, irgendwelche Materialien jetzt rumfahren, das Nötigste zu holen. Aber ich werde alles, was ich zur Verfügung habe, das Beste daraus machen. Schließlich machen wir kein 5-Sterne-Hotel, ne? Tag 2. Niemand hat euch ja schon mitgenommen. Ja, das Häuschen steht jetzt noch hier. Und es soll gar nicht nach hier. Ich habe mich niemand gestern falsch verstanden. Sondern es muss nach hier. Wo ist das andere Teil? Ah, da hast du reingemacht. Okay, oder es soll nach hier. Dann ist es schön hier unter den Bäumen. Am schönen Fleck. Sieht bestimmt gut aus. Maddie hilft hier ganz fleißig. Hilfst du, Maddie, Papa? Toll! Oh, das war laut. Ja, Maddox hilft Papa langsam zu arbeiten, ne? Maddox? Ist Alarm, ist dir laden? Ja. So, und ich habe mit den Jungs gerade eine Kreidestraße gemalt, dass sie gleich mit ihren Rollern und Fahrrädern fahren können. Und zwar geht's hier los. Hier ist eine Bushaltestelle, hier ein Kreisel und hier spielen die Kinder jetzt ein bisschen. Ein bisschen fahren, Maddie? Okay. Dudut. Dudut. Fahren wir mal zur Straße, die wir gemalt haben. So, guck mal, hier ist der Kreisverkehr. Dudududut. Ja. Da rein. Echt? Hast du schon der Kamera gezeigt? Oh, hier ist ein Café. Hier steht Kaffee. Und da ist Schule. Ah. McDonalds habt ihr auch gemalt. Na dann. So, dann müssen wir hier wieder raus. Fahren wir hier zum Parkplatz, Maddie, und stellen wir dich ab. So. Mal gucken, ob ich das jetzt nochmal komme, weil manchmal habe ich Glück und ich kann das länger. Oh, Vorsicht. So, und hier ist schon sehr viel aufgeräumter. Hier stand ja das Häuschen. Ja, ist noch Arbeit, aber es ist schon mal wesentlich viel mehr Platz. Gerade jetzt hier zur Garage rein. Es ist nicht mehr so eng. Oma ist fleißig hier am Erdbeerbeet. Mal sehen, wie viele Erdbeeren wir hier dieses Jahr pflücken können. Thank you.
so viel haben wir schon mal geschafft, hierher zu schieben. Jetzt muss es natürlich erstmal ausgerichtet werden und so. Und Maddie hilft mit. So, ihr Lieben, ich wollte euch jetzt mal das Zwischenergebnis zeigen, beziehungsweise momentan ist es das Endergebnis. Mal gucken, wann wir das weitermachen. Hier stand ja das Häuschen. Nemo hat das jetzt ein bisschen gerade gemacht und Nemo und Maddie machen die Garage sauber. Und ich habe gestern schon hier 2,5 Stunden Rasen gemäht. Sieht es wieder richtig toll aus. Ja, und hier hinten ist ja jetzt unser Häuschen. Die Aktion, die war echt lustig. ja, das wird natürlich außenrum dort noch einmal verkleidet. Genau, wenn Zeit dafür ist. Jetzt steht es aber erstmal an seinem Platz. Und genau, hier sind halt eben unsere Gartengeräte drin. Und ist jetzt an einem richtig schönen Platz. Steht hier auf jeden Fall viel, viel besser. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich führe euch noch mal ganz kurz durch unseren Garten hier. Das ist ja das Baumhäuschen von Mardon und Lennox. Wenn Maddie soweit ist, da freut er sich auch schon hochzuklettern. Hier ist so ein kleiner Gemüsegarten. Ja, und wie gesagt, ich habe gestern mit Maddie zusammen gemäht, mit dem Trecker. Das macht immer Maddie am meisten Spaß. Und jetzt, wo es halt so schön blüht, sieht unser Garten aus wie ein kleiner Park. Ja, also das Video ist jetzt ganz spontan. Ich bin noch ungeschminkt und alles. Aber ich wollte euch das Endergebnis jetzt einfach erstmal zeigen, damit ich das Video bearbeiten kann. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem Gartenprojekt und freue mich auf das nächste Video mit euch. Tschüss!